Und ich bin die Stefanie Strasse. Wir stehen hier vor dem Treppenaufgang unserer Schule mitten in der Fasnerie. Was 350 Jahre lang wurde die Schule einfach Aschaffenburger Lateinschule oder Humanistisches Gymnasium Aschaffenburg genannt. Erst beim Umzug in diese neuen Gebäude, das war 1968, bekam das Kronberg Gymnasium seinen heutigen Namen, benannt nach seinem Gründer Johann Suikart von Kronenberg, der von 1604 bis 1626 Fürstbischof in Mainz war. Sein Entstehen jedoch verdankt es den Jesuiten. Im Zuge der Gegenreformation haben sich besonders in der Förderung der katholischen Lehre und in der Pflege der Wissenschaften hervorgetan. Auf eine lange, sorgfältige und strenge Ausbildung der Ordensmitglieder wurde großer Wert gelegt. Die Jesuiten haben sich von jeher auch dem Schulunterricht gewidmet. Ihr Bemühen wurde durch ein päpstliches Dekret unterstützt, das alle Bischöfe verpflichtete, in ihren Bistümern Ordensschulen zu gründen. Aschaffenburg gehörte damals noch zum Bistum Mainz. Unsere Schule war nicht die erste Gründung der Jesuiten in diesem Bistum. Schon 1561 wurde eine Lateinschule in Mainz gegründet, 1575 in Heiligenstadt und 1585 in Erfurt. Auch außerhalb des Mainzer Bistums breiteten sich die Jesuiten schnell aus. So wurde schon 1556, erst 22 Jahre nach der Gründung des Ordens, in Köln die erste Schule gegründet. 1567 dann in Speyer und Würzburg, 1571 in Fulda und 1580 in Koblenz weiter. Die Jesuiten lebten schon seit 1612 in Aschaffenburg, zuerst in der Nähe der Stiftskirche, dann nach der Fertigstellung des Schlosses 1614 in Jena. Sie waren ursprünglich hergekommen, um die im 10. Jahrhundert gegründete Stiftsschule zu beaufsichtigen, denn dort hatten die lutherischen Thesen großen Anhang gefunden. Sie sollten aber auch dem Hexenunwesen, das seit Beginn des Jahrhunderts in Aschaffenburg immer stärker geworden sein soll, Einhalt gebieten. Ihr Wirken muss große Anerkennung gefunden haben, denn schon 1619 erhielten sie genügend Gelder zum Bau der Jesuitenkirche, die zwei Jahre später fertiggestellt wurde. Dann, ein Jahr später, bestätigte Johann Schweikart von Kronberg auf Betreiben seines bischöflichen Beichtvaters am Feste Trinitatis, dem 14. Juni 1620 urkundlich die Gründung einer Lateinschule in Aschaffenburg. Er stattete sie mit jährlichen Einkünften aus, wobei ein Großteil von den Gemeinden Aschaffenburg und Seligenstadt aufzubringen war. Johann Schweikart von Gottes Gnaden des Heiligen Stuhls zu Mainz, Erzbischof des Heiligen Römischen Reichs durch Germanien, Erzkanzler und Kurfürst, bekennen hiermit dem nach uns vornehmlich angelegenen, wie unsere von Gott anbefohlene Untertanen nicht allein in zeitlicher Ruhe und Wohlstand erhalten werden, sondern auch ihnen in den Dingen, so die Seligkeit und wahre katholische Religion betreffen, allmöglichster Vorschub und Unterweisung widerfahren möge, dass wir zu solchem Ende unserem Oberstift und kurfürstlicher Residenz Aschaffenburg zum Besten vor gut angesehen etliche der Sozietät Jesu Priester und geistlichen Personen an Hero zu erfordern, welche ihrem Instituto gemäß mit Predigen, Beichthören, Katechisieren und dergleichen löblichen Übungen solche unser wohlgemeinte Intention ins Werk richten. Insbesondere auch darum, die angehende zarte Jugend all hier und umgelegenen Städten, Flecken und Dorfschaften in rein Scholis Grammatices zum Höchsten, wie wir den deren all hier nicht mehr nötig noch begehren unterweisen mögten. Wir, unsere angehörige Untertanen und zarte Jugend, solche Unterweisung beständig zu genießen halten, ihnen der Sozietät Jesu angehörigen und zu diesem unserem Intent notwendigen Personen
eine gewisse Wohnung all hier in unserer Stadt Aschaffenburg zu assignieren. Gestalt wird an Ihnen die uns übergebene Sanctus Petri et Alexandri Propstei Behausung samt darin stoßenden Berggarten, soweit sich solche Behausung erstreckt, eingeräumt und die überdies eine Kirche und Schule zu erbauen und zu erweitern vom gemeldeten Stift noch zwei andere daran gelegene Behausungen erhalten lassen. Damit nun obgemeldete Religiosi zu Societas solchen ihren Beruf desto besser abwarten mögen, haben wir ihnen Titolo Puro Alimenti zu jährlicher Grundhaltung verordnet an Geld. 600 Gülden zu 15 Batzen, so sie an gemeiner landläufiger Münz, wie dieselbe jedes Mal gilt, aus unserer Rechenkammer erheben sollen, und der, welchen 600 Gülden, die 150 Gülden so von 3000 Gülden Kapital aus unserer Rechenkammer verpensioniert werden und von denen Rat zu Aschaffenburg und Seligenstadt desgleichen unserem gewesenen Rat und der Kammerschreiber Johann Rüdiger, seliger auf gewisse Maß, zur Unterhaltung und Schulen verschafft mit Begriffen. Item aus unserer Kellerei Aschaffenburg, 4 Füder Wein, darunter 2 Füder gesinnt Wein sein sollen, 30 Stecken Burgholz, sodann Frucht und andere Gefälle, so viel deren vor diesem jederzeit von St. Kilians Altar auf Nöckheimer Hof jährlich gefallen, welche Gefälle, weil die Kapelle Sanctus Kilian in Abhang gekommen, auch der Altar mit mehr Esse, wir Patricus nomine alimenti übergeben, mit seinen Juribus proventibus und Gerechtigkeiten wie selbige, dessen letzter Professor so ihnen zu unseren Händen resigniert, ihnen gehabt. So gebrieft zu Aschaffenburg in unserer Sanctus Johannesburg Feste Trinitatis, Anno Domini Millesimo Sextentesimo Vigesimo. Hier eure Eminenz zu unterstützen. Damit wäre die Schulgründung besiegelt. Aber ihr könnt zufrieden sein, lieber Pater Johannes. Und ich bin oft vorgekommen, dass ein Bischof sein Beichtvater an die ganze Schule geschenkt hat. Ich weiß euer Opfer zu schätzen, sonst lässt er eure Truppen selig mit in den Krieg ziehen müssen und eure Vorherrschaft nicht zwecklos ist. Es sieht mich dennoch für gut an, gerade jetzt eine Schule hier in Aschaffenburg zu konstituieren, die den rechten Glauben gegen diese protestantischen Ketzer verteilt. Ich bin sicher, dass unser Orden auch solche Fähige leiten, den Teufel wieder zu exprimieren versteht. Unser Orden wird nicht nur die Jugend im rechten Glauben konfirmieren, sondern auch viele Studenten für eure Priesterschule im Einzelhandel. Ich bin davon überzeugt, dass dem Frater seines Ordens dies alles gelingen wird. Ich habe große Fides in euch, denn die bisherigen Leistungen, die die Societas Jesu hier in meiner Sommerresidenz vollbracht hatte, berechtigten mein großes Vertrauen. Jahrelang war Aschaffenburg von den Kriegswirren unberührt geblieben, und so hat es sich auch die Schule gut entwickeln können. Die Jesuiten lehrten neben Theologie und Poetik hauptsächlich Rhetorik und Dialektik. Der Unterricht wurde, soweit es möglich war, in lateinischer Sprache gehalten. Doch 1631 kamen die Schweden unaufhaltsam den Main von Würzburg herab. Die kaiserlichen Truppen, die in Aschaffenburg stationiert waren, zogen sich zurück und überließen widerstandslos die Stadt Gustav Adolf. Daraufhin mussten die Jesuiten fliehen, da sie wegen ihres Eifers in der Gegenreformation bei den Schweden auf keine Gnade hätten hoffen dürfen. Nur den Fürbitten des Kapuzinergardians Pater Bernhard aus Trier war es zu verdanken, dass die Stadt nicht geplündert wurde. 3 Jahre lang konnte der Schulunterricht nur notdürftig aufrechterhalten werden, bis 1634 die Schweden bei Nördlingen geschlagen wurden und sich nach Hanau und Gernhausen zurückzogen. Noch im selben Jahr kehrten die 4 der Jesuiten zurück und eröffneten trotz der andauernden Kämpfe am Galgenberg und vor den Toren der Stadt die Schule wieder. Zu den Plündern, Rauben und Morden, das von den schwedischen als auch kaiserlichen Truppen gleichermaßen ausgiebig betrieben wurde, gesellte sich im Winter des Jahres 1635 dann noch die Pest hinzu, die unzählige Opfer forderte. Mit der geschlossenen Gemeinschaft von Patrons und Schülern war es zu verdanken, dass fast ein Jahr lang es kein Opfer unter den Jesuiten gab. Doch auch hier sollten bis zum Frühjahr des Jahres 1637 gut 2 Lehrer und 1 Dutzend Schüler der Seuche erliegen. Die von uns hier nachgestellte Szene hätte sich im Refektorium der Jesuiten in diesen Jahren genauso ereignen können.
tempore stabat Ioannes et ex discipulis eius tu. Et respiciens Jesum ambulante. Venerunt et viderunt ubi manerit, et apud eum manserunt, die illo. Ora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas, frater Simonis Petri, prepsit Moises, in lege et propheta in venus. Jesum filium Joseph a Nazareth, et dixit ei Nathanael. A Nazareth pot est alibit boni esse, dicit ei Philippus, veni et vide. Videt Jesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo, ecce vere Israelita, in quo dolus non est. Dicit ei Nathanael, unde me nosti, respondit Jesus, et dixit ei Priusquam e Philippus vocaret. Deus qui nos beati Saturni, martyris tui concedis Nathanael, per tui. Eius nos tribul meritis adiuvari. Et dominum nostrum. Munera domine medicato. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum. Populum tuum a te revertentem propitius res pizza. Ut dum tibi devotus existet, iracundie tue flagella, ab eo clementa amoreas. Per dominum nostrum. Kurfürsten und Erzbischofs, können wir in diesem neuen Gotteshaus unseren Brüdern die Exequien halten. Dies ist besonders lobenswert, da wir in dieser von Gott so schwer geprüften Pestilenzzeit täglich in unserem Bistum Hunderte von Toten zu beklagen haben, denen nicht einmal auf dem Acker Gottes ihre letzte Ruhe gewährt werden konnte. Gott gewähre unseren zwei Brüdern, Fredericus und Antonius, und allen anderen Verstorbenen die ewige Ruhe. Amen.
des Krieges erholte sich die Schule nur langsam. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts hatte sie ihre ursprüngliche Schülerzahl wieder erreicht. Doch nun wuchs sie stetig. Schon 1710 dachte man an die Errichtung eines neuen Gebäudes und begann mit der Beschaffung der nötigen Gelder. 1726 war es dann soweit. Alle Hürden waren überwunden, der Fürstbischof hatte die Pläne genehmigt und genügend Geld und Materialien waren vorhanden. Während der Arbeiten war die Schule aus der Pfaffengasse in das Schloss verlegt worden. Schon nach 3 Jahren war der neue Bau fertiggestellt und konnte größtenteils bezogen werden. 40 Jahre später wurde am 21. Juli 1773 der Jesuitenorden durch die päpstliche Briefe Dominus ac Redemptor in der ganzen Christenheit aufgehoben. Um seine Schule vor der Auflösung zu retten, begab sich der Rektor Pater Michael Fröhling Anfang August nach Mainz, um mit dem Kurfürsten zu sprechen. Muss ich dem Rubiner Barmen Magistratus Tui Tempora Ferenius Filius und Filius Filius? Ja, bitte. Ich möchte eine Audienz bei seiner Eminenz. Wer ist er? Pater Michael Fröhling, Rektor der Jesuitenschule zu Aschaffenburg. Es tut mir leid, aber Eminenz ist heute beschäftigt. Aber ich muss ihn sprechen. Es ist äußerst wichtig. Nein, es geht nicht. Aber ich bin sicher, ich kann ihm auch weiterhelfen. Ich komme wegen der bevorstehenden Auflösung unserer Schule in Aschaffenburg. Sie darf nicht geschlossen werden. Sie wird auch nicht geschlossen. Ich möchte Hochwürden bitten, uns Jesuiten die Schule weiterführen zu lassen. Der Jesuitenorden ist aufgelöst. An uns ehemalige Jesuiten. Das geht nicht. Weshalb? Wir haben eigene und bessere Lehre. Aber wir sind doch auch Lehrer des Bistums Mainz. Nein, ihr habt es verpasst, mit der Zeit zu gehen. Sie meinen unsere Abneigung gegen dieses aufklärerische Gedankengut, das hier in letzter Zeit den Leuten in Mainz die Köpfe verdreht? Es verdreht niemandem hier die Köpfe. Die Reformen unseres ehrwürdigen Kurfürsten Emmerich Joseph waren schon längst fällig. Wenn er die Notwendigkeit der Förderung der deutschen Sprache und der Naturwissenschaften nicht erkennt, zeigt er ja selbst die Inkompetenz seines Ordens. Sie werfen uns Inkompetenz vor, wo doch Ihr eigener Generalschuldirektor Ernst Xaver Turin sagte, dass die ehemaligen Jesuiten für die Schule unentbehrlich seien. Und dies sowohl, was die Wissenschaften als auch die Disziplin anbelangt. Und was ihre hochgelobte deutsche Sprache betrifft, äußerte er: Ehemals verachtete und schämte man sich beinahe unserer Muttersprache. Jetzt wird sie auf einmal mit einer Art von Schwärmerei und auf Unkosten anderer Gegenstände behandelt. Sie wollen durchaus die Jugend mit einer weitläufigen deutschen Sprachlehre martern, wie sie ehedem mit der lateinischen ist gepeinigt worden. Die deutsche Sprache kann und soll, sowohl was die Regeln als auch den guten Geschmack angeht, in den Mittelschulen gelehrt werden. Jedoch darf darüber hinaus nicht so viel Zeit verloren gehen, dass die Jugend mit der deutschen Lektüre mehr als mit dem wahren Studium der lateinischen Schriftsteller amüsiert werden. Es gibt schwache Köpfe, welche vom Triumph des deutschen Geschmackes seien, während junge Leute von Ossian und Agathon und anderen dergleichen plaudern können. Ein vernünftiger Mann zuckt die Achseln und sieht einer Brut hirnloser Schwätzer und dem Verfall der wahren Literatur entgegen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass unser lieber Mainzer Stadtpfarrer Ernst Turin in seiner Überzeugung äußerst rückständig ist. Aber die Zeit wird alle überrollen, die ihr nicht vorauseilen. Außerdem beruht unsere Kritik nicht allein auf ihrer Abneigung gegen das Deutsche. Wir halten es für nicht annehmbar, mit welchen Mitteln die Jesuiten in ihrer Schule Zucht und Ordnung aufrechtzuerhalten versuchen. Unser Kommissar Stadelmann meldete uns über schwere Parteilichkeit und Willkür. Direktus, lese er einmal den ersten Satz. Ja, Lichus
Also ich doch wirklich, das Allerunfähigste, was mir hier jemals untergekommen ist. Widersprich mir nicht! Schalte! Ah! Ah! Wir halten es auch nicht für tragbar, dass ganze Klassen wegen schlechten Betragens entlassen wurden. Das war eine Ausnahme. Es ist nur einmal vorgekommen, dass 9 von 12 Schülern einer Klasse entlassen werden mussten. Und dieser Fall liegt auch schon 6 Jahre zurück. Was ich gehört habe, hat das aber nicht viel am Verhalten des Ordens geändert. Sie wollen uns also die Schule wegnehmen, die wir doch selbst gegründet und erbaut haben. Die Jesuiten und die Schule gegründet? Ich glaube, er irrt. Ohne die jährlichen Gelder aus Mainz und der Stiftung Schweikatz hätten die Jesuiten nie eine Schule eröffnen können. Und was den neuen Schulbau angeht, der in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts errichtet wurde, so wurde dieser doch fast ausschließlich von der Familie Schönborn bezahlt. Auch die ungeheure Verschwendung von öffentlichen Mitteln während dieser alljährlich groß angelegten Theateraufführung muss ein Ende haben. Und dass die Jugend während dieser Probewoche nichts lernt, mal ganz davon zu schweigen. Hat er sonst noch etwas vorzubringen? Alea jacta est. Ich sehe ein. Jedes weitere Reden wäre überflüssig. Sie haben über unsere Köpfe hinweg doch schon längst entschieden und wollen nun von Ihrem Beschluss auch gar nicht mehr abweichen. Und was das Theater anbetrifft, Sie können es zwar jetzt verbieten, doch irgendwann wird der Geist der Jesuitenschule wieder durchbrechen und mit ihm auch die Lust am Theaterspiel. Einen Monat nach dieser Unterredung wurde das Jesuitenkolleg am 7. September in der Aschaffenburg aufgelöst und die Ex-Jesuiten auf die umliegenden Klöster verteilt. Doch im selben Jahr kamen neue Lehrer aus Mainz, die den Unterricht weiter übernahmen. Am 25. Juli 1796 besetzten die Franzosen Aschaffenburg und richteten in der Schule ein Krankenhaus ein. Es ist nicht anzunehmen, dass während dieser Zeit irgendeine Art von Unterricht weiter fortgeführt wurde. Nach dem Abzug der Franzosen wurde das Französische vom Lehrplan gestrichen, mit der Begründung, dass es keinem Schüler zuzumuten sei, die Sprache eines den Deutschen immer so feindseligen und jetzt verabscheuungswürdigen Volkes zu lernen. Karl Theodor von Dalberg, der sich mit den Franzosen arrangierte, führte in seinem Fürstentum, denn das Bistum Mainz war von Napoleon in das Fürstentum Aschaffenburg umgewandelt worden, das Französische als Unterrichtsfach wieder ein. Nach der Vertreibung der Franzosen fiel Aschaffenburg an die Krone Bayerns. Der Schulunterricht wurde in den folgenden Jahren allmählich den bayerischen Verhältnissen entsprechend umgeändert. In den Jahren 1815 bis 1848 waren als Folge der Französischen Revolution auch in Deutschland immer wieder revolutionäre Gedanken deutlich geworden, die in der Gründung der deutschnationalen Burschen- und Turnerschaften über das Wartburgfest 1817 bis zur Revolution getragen wurden. Das Hambacher Fest, das am 17. Mai 1832 mit 25.000 Teilnehmern auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt in der Pfalz stattfand, bildete den Höhepunkt der vorrevolutionären Zeit. Angesteckt von der Idee des Hambacher Festes zogen 10 Tage später in Aschaffenburg 41 Schüler des Lyzeums und der Forsthochschule auf den nahegelegenen Erbig, um ihren politischen Ansichten Ausdruck zu verleihen. Als Maisausflug getarnten Treffens darstellen. Entgegen Beteuerungen der Schüler sind wahrscheinlich doch politische Reden gehalten worden. Besonders von Bernhard Lizius, der schon früher durch politisches Engagement aufgefallen war. Wir müssen vom Joch der Fürsten befreit werden. Hey! Die Zeit des Umsturzes ist
Die verbotenen politischen Aktivitäten der Schüler blieben auch der Regierung in Würzburg nicht verborgen und sie stellte Nachforschungen an, die sich bis ins darauffolgende Jahr hinzogen. Am 18. Juni 1833 erreichte den Lyzeumsdirektor Hoffmann folgender Brief aus Würzburg. Regierung Würzburg. Herein. Herr Offizier. Herr Hofrat, ein reitender Bote aus Würzburg. Reitender Bote aus Würzburg? Ich ersuche Herrn Hofrat, mir die Akten wegen der im vorigen Jahre in Erwig stattgefundenen Versammlung von Studenten, wobei Lizius Reden gehalten hat. Lizius. Der ist doch im Hessischen, der ist doch in Frankfurt. Jawohl, Herr Hofrat. Meines Wissens ist Lizius im Hessischen untergetaucht. Da der königliche Hofrat Behringer die Sache so beschleunigt wünscht, so bitte ich die Akten womöglich durch den Überbringer auf jeden Fall aber heute noch zuzusenden. Heute. Beschleunigt. Herr Offiziant, er ist nicht mehr der Kronprinz, der auf der Terrasse des Pompeianus liberale Gedichte schreibt. Jetzt geht's hart auf hart. Und unsere Kandidaten, Herr Hofrat? Die waren doch deswegen schon im Karzer. Es wird alles darauf ankommen, wie wir den Brief an Behringer formulieren. So hat der untertänig gehorsamst Unterzeichnete keinen Grund, sowohl bei den auf dem Erwig versammelt gewesenen als auch bei sämtlichen Kandidaten der beiden Lehranstalten politische Umtriebe zu erkennen, welche die Veranlassung zu vorgedachter Versammlung gewesen wären. In Ordnung? Ja. Ihre Unterschrift bitte, Herr Hofer. Und jetzt zu Behringer nach Würzburg damit. Herr Offiziant, zu Diensten, Herr Hofrat. Zu Behringer nach Würzburg mit reitenden Boten. Während der 48er Revolution lief der Schulbetrieb normal. Sogar der Deutsche Bruderkrieg 1866, als in Laufach und Aschaffenburg heftige Kämpfe zwischen Österreichern und Preußen stattfanden, wie hier an der von Hofener Kegelbahn und auch hier in der Fasanerie, beeinflussten den Schulbetrieb nur wenig. Die Schule wurde lediglich für 5 Tage geschlossen, als Mitte Juli das Gebäude mit Gefangenen belegt wurde. Auch der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 brachte nur eine vorzeitige Schließung der Schule um 2 Wochen mit sich. Aus dieser Zeit liegen uns jedoch leider keine genaueren Informationen vor. Lediglich Jahresberichte aus dieser Zeit klagen über mangelnde Disziplin und Respekt von Seiten der Schule. Sie! Sie mögen ihr Abitur geschrieben, aber noch sind Sie Schüler dieser Anstalt. Nehmen Sie diese Zigarette aus dem Mund. Sie werden sich am Direktorat zu verantworten wissen. Selbst die deutsche Einigung beeinflusste den Schulbetrieb nicht. Das nächste tiefgreifende Ereignis in der Geschichte unserer Schule war der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914.
Kriegspropaganda und Mobilmachung hatte auch unter den Jungen unserer Schule die Begeisterung geweckt, hinauszugehen und für ihr Vaterland zu kämpfen. Die Schüler waren kaum zu bremsen und ganze Klassen zogen voll Euphorie in den Krieg. Ich werde mich melden. Ich auch. Ich bin auch dabei. Ich melde mich auch. Ich gehe mit. Ich will auch nicht zu Hause bleiben. Freiwillig! Ja! 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 Ich auch! Ja! Auf nach Paris! Dann folgt mir, Kameraden! Wir gehen zusammen! Die ganze Klasse! Alle freiwillig! Die Realität war weniger freudig und begeisterungswert. Die Schule hatte viele junge Leben zu beklagen, die sich im Kampf für ihre Hoffnungen und Träume geopfert hatten. Die vom Krieg, der Schulbank noch entwöhnten jungen Männer kehrten in die Schule zurück. Viele wurden jedoch von Freikorps geworben. Demokratisierung und Ausrufung der Republik 1918-19 hatten keine besondere Einwirkung auf die Schule. Sie blieb konservativ und eher rückständig. Einzige Neuerung war das Dulden von Mädchen an der Anstalt seit dem 24. Mai 1919. Das NS-Regime hingegen beeinflusste Schule und Unterricht sehr. Der totalitäre Staat übertrug sein Führerprinzip auch auf die Schule. Die humanistische Bildung der Schüler im Dritten Reich wurde immer mehr von der staatlich gelenkten Erziehung des Nazi-Regimes verdrängt. Historisch-ästhetische Fächer wurden durch politische ersetzt. Die Völkerkultur wich der Rasse. Herr Hitler! Hi, Herr Hitler! Morgen! Morgen! Wir wollen zu Beginn der Stunde, wie gewohnt, noch einmal das wiederholen, was wir an Wichtigem und Interessantem in der letzten Stunde kennengelernt haben. Was geht an den Abend? Den Juden erkennt man an seiner Nase. Sie ist an ihrer Spitze gebogen. Sie sieht aus wie ein Sechser, deshalb nennt man sie Judensechser. Gebogene Nasen haben auch viele Nicht-Juden. Sie heißt Hagen- oder Adlernase. Sie hat mit der Judennase nichts zu tun. Schön, schön, aber es ist dann nicht nur die Nase, an der man den Juden erkennt, oder? Man erkennt den Juden auch an seinen Lippen. Die Unterlippe hängt oft etwas herab. Man sagt dazu Schläppchen. Sehr schön, bitte, ja. Und an den Augen erkennt man den Juden auch. Seine Augenlider sind meistens dicker und fleischiger als die unseren. Der Blick des Juden ist lauernd und stechend. Man sieht also schon an seinen Augen an, dass er ein verlogener und falscher Mensch ist. Dankeschön, das habt ihr euch sehr schön gelernt. Ja, und zum Schluss dieser kleinen Wiederholung wollen wir dann nochmal das Gedicht aussagen, das wir dazu gelernt haben.
Auf geht's. Aus seines Juden Angesicht der böse Teufel zu uns spricht. Der Teufel, der in jedem Land als üble Plage ist bekannt. Wenn wir vom Juden frei sein sollen und wieder glücklich froh sein wollen, dann muss die Jugend mit uns ringen, den Judenteufel zu bezwingen. Dann folgte der Zweite Weltkrieg. Gegen Ende blieb auch Aschaffenburg von der Bombardierung der Alliierten nicht verschont. Da wurde entschlossen, dass die Schule aufbringen, war aber kein Raum da. Ja. Der einzige Raum, Waffen der... war kaputt, ne? Total kaputt. Ja. Da haben wir nur ein paar alte Karten gewendet. Ja. Und dann kam das Problem, die Englischen waren kaputt, die Oberrealschule war kaputt. Aha. Es stand nur noch der Altbau vom ehemaligen Forstlichen Hochschule. Ja. Da war dann übernommen worden. Da waren zwei Stück in der naturwissenschaftlichen Sammlung. Ja. Aber auch die war geschädigt, da konnte man nicht rein, die Böden waren schon so durchgenommen. Okay. Dann wurde die Schule also hergerichtet und sie wurde vor allem ein paar Mal entwanzt, denn sie war fürchterlich verwanzt. Und dann konnten also im Dezember die Schulen einziehen. Und da musste sich an die Oberrealschule, das Gymnasium und die natürlich die LBA in das Haus teilen. Und es war also eine dankvolle Enge. Das ist das Schulgebäude in der Grünewaldstraße, das heutige Dahlberg-Gymnasium. Nach dem Krieg waren hier die Lehrerbildungsanstalt, die Oberrealschule und das humanistische Gymnasium untergebracht. 1965 wurde der Grundstein zu unserem Schulgebäude in der Fasanerie gelegt. Dieser wurde in der darauffolgenden Nacht wahrscheinlich von übermütigen Studenten gestohlen. Jedenfalls tauchte er kurz darauf in einem Schließfach am Bahnhof wieder auf. Damals vermutete man politische Hintergründe, da der Bau der Schule heftige Proteste ausgelöst hatte. Auf der einen Seite war man gegen die Abholzung vom Baumbestand in der Fasanerie und demonstrierte dies auch lautstark. Wie wir jedoch von Frau Fröse, Herrn Sturm und Frau Breitinger erfuhren, setzte sich die Meinung durch, das humanistische Gymnasium nicht auch noch in das Schulzentrum jenseits des Maines einzugliedern, da man das Entstehen einer Schulfabrik vermeiden wollte. Zu dieser Zeit und besonders in den folgenden Jahren der 68er war das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler relativ gespannt. Ich erinnere, das war also anlässlich der Diskussion der Notstandsgesetze. Das war noch vor 68, das war 66, 67, das ist hingezogen. Da wurde also dann schon auch von den Schülern stürmisch gefordert. Also jetzt wollen wir doch, es wird im Fernsehen übertragen, jetzt wollen wir da doch dabei sein. Schulveranstaltung, wir wollen dabei sein, was sich da öffentlich tut. Naja, dann haben wir zugehört der Veranstaltung. Es waren so, weiß nicht, immer 3 oder 5 Minuten Statements von bekannten Leuten, ne? Mit Politikern, Philosophen und so weiter. Und danach wollen sie, das erste Mal, jetzt wollen wir demonstrieren.
Ja? Dies legte sich jedoch mit dem Abklingen der Protestbewegung wieder. Geändert. Also früher gab es natürlich, war das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler wesentlich distanzierter. Mhm. Jetzt ist es viel lockerer geworden. Gut oder schlecht? Aus meiner Sicht was ist es eigentlich gut. Ist gut. Ist gut. Früher musste halt der Lehrer bei jedem Kleinsten vergehen, musste um seine Autorität zu wahren, natürlich sofort einschreiten. Und heute kann er natürlich einiges übersehen, ohne dass nee, das war irgendwo eine viel, viel größere Distanz zum Lehrer. Oder man kann es nur pauschal damit sagen, da gab es solches und solches natürlich auch. Aber insgesamt war, glaube ich, größere Distanz bestimmend und ausschlaggebend. Und dass diese Distanz, dadurch, dass man auf so Disziplinierungsmaßnahmen mehr und mehr doch verzichtet hat und versucht hat, ein bisschen überzeugender zu sein, auch sich nicht als wandelnde Enzyklopädie darzustellen, sondern zu sagen, das weiß ich nicht, morgen weiß ich es, gucke ich nach, auch durch solche Dinge, dass die sich an sich sehr positiv auf den Umgang und auf die Atmosphäre hier ausgewirkt. Und ich muss sagen, also ich empfinde jetzt als, ich würde es nicht gern haben, dass meine Schüler so einen Abstand und so eine ja, scheinbare Achtung, mir gehe ich über hin, wie wir sie damals mehr oder weniger abverlangt bekommen haben. War das so schlimm? Ach, es war nicht so schlimm, es war üblich, man war es nicht anders.